So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute kommt aber noch eine kleine Besonderheit, denn wir werden demnächst, wenn ihr euch anstrengt, eine legendäre Skin-Verlosung machen. Wie das Ganze abläuft, werde ich euch natürlich sagen nach dem Shop-Video bzw. ziemlich am Ende vom Shop-Video. Also zieht es euch rein. In dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke an Ice Tea Peach Gold. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du hingegangen bist und hast mir einfach mal so 40 Euro auf meinen Nacken rausgehauen. Also wie gesagt, der Support ist wirklich geisteskrank, was ihr macht. Dann habe ich den lieben Hydro44YT vergessen. Er ist nämlich ein neues Mitglied, gehört jetzt auch zur Familie und ihr seht schon, der Countdown läuft, 876. Denkt dran, guckt den Shop zu Ende und dann werde ich euch verraten, wie das mit dem legendären Skin funktioniert. So, was kriegen wir rein? Genau, wir kriegen natürlich einen legendären Skin, passt genau zum Thema, nämlich der Unterdrücker ist wieder zurück. Das ist immer noch der legendäre Skin, der mir überhaupt nicht gefällt. So, wir gucken direkt auf die Stilvorschau. Das war die falsche Stilvorschau. Genau. Einmal ist der in Rot und einmal ist der in Blau-Schwarz, würde ich jetzt sagen, mit leichtem Rot. Aber ganz ehrlich, der Skin, nee. Nein, er gefällt mir einfach nicht. Auch nicht das Rückenaccessoire, weil dieses Rückenaccessoire kannst du wirklich nur für diesen Skin gebrauchen. Ansonsten für nichts. Also ohne Quatsch, der Skin, nee, der ist wirklich Müll. So, falls ihr euch den aber trotzdem gönnen wollt, holt euch auch gerne noch die Spitzhacke dazu. Also die ist eigentlich komplett in Ordnung. Vom Ton her geht ihr auf jeden Fall klar. Aber passt in meinen Augen auch nur zum Skin, weil wir halt nur die Tarnung da haben. So, des Weiteren natürlich gibt es noch eine schöne Tarnung hinzu mit dem gleichen Muster, wo der komplett auf dem Skin drauf ist. Aber ich muss sagen, die Tarnung gefällt mir definitiv am besten. Also die Tarnung ist das Beste von dem ganzen Paket. So, dann denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne mit YT-FamilyHack. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. So, dann gehen wir weiter. Was haben wir hier Schönes? Oha, oha. Der Skin, der ohne Quatsch, genau so ist der nice. Einfach nur in weiß mit dem Helm passt. Ohne Helm, naja. Also ohne Quatsch, mit Helm ist deutlich besser als ohne. Dazu haben wir natürlich das passende Rückenaccessoire. Das ist mal wieder ein Rückenaccessoire, das kannst du auch für alles benutzen. Gibt es natürlich auch, nee, gibt es nicht in zwei Varianten. Warum zeigt ihr mir hier nur einen Stil an? Hier ist doch gar keiner. Aber das Rückenaccessoire, wie gesagt, das kann man auch bei anderen Skins benutzen. Zum Beispiel beim weißen Achtball-Skin wird der eigentlich easy auch passen. So, des Weiteren haben wir diesen nicht so schönen Kleider. Also mir gefällt der absolut nicht. Können noch mal aufklappen. Nee. Nee. Meins definitiv nicht. So, dann haben wir den ganzen natürlich schon mal in Rot, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Anstatt die einfach mal ein Kleider machen mit Stielen. Nein, er muss natürlich in Weiß sein und in Rot. So, das war das. Haben wir da keine Spitzhacke drin? Ach ne, die. Ah, deshalb hier. Einmal Kleider, Kleider, Skin und natürlich der weibliche Skin. Auch natürlich in zwei Varianten, nämlich einmal mit Helm, einmal ohne. Aber auch hier, ich würde ihn wirklich nur mit Helm spielen. So, des Weiteren haben wir aber noch eine nette Spitzhacke. Ja, hört sich nice an. Dann haben wir noch Flauschsegel. Ist okay. Kann man spielen. Ist aber wieder Geschmackssache. So, des Weiteren Schlappohr. Das ist so Kategorie Skin. Ja, ihr wisst schon. Nicht so wirklich meins. So, nein. Nee. Nö, das Ding ist nicht schön. So, dazu natürlich aber trotzdem das passende Rückenaccessoire. Natürlich diesmal auch in zwei Stilen: einmal zu dem, einmal zu dem anderen Stil. Aber ganz ehrlich, ich habe ja schon öfters gesagt, ich mag diese Skins nicht, wo dann so ein halbes Gesicht rausgeht, bis auf den Dino-Skin. Das ist wirklich so die kleine Ausnahme, die wir haben. Aber ansonsten gefällt es mir wirklich nicht. So, des Weiteren haben wir hier dann noch dabei.
Natürlich die Variante, die ist natürlich geisteskrank. Also wer nachts ruhig schlafen will, holt sich diesen Skin besser nicht. Weil jedes Mal, wenn man in die Lobby kriegt, geht, irgendwann erinnert man sich an den Skin, denke ich mal. So, des Weiteren haben wir die Spitzhacke, die haben wir schon. Dann haben wir die Gaunerin drin. Der Skin ist wirklich nice. Aber für 1200 wäre okay, für 1500, ja, ein Tick zu teuer, finde ich. So, dann haben wir noch toxischer Sprayer. Da war wieder schöne Sprachfehler am Start. Aber der Skin, der ist wieder nice. Also der ist auch seine 1200 V-Bucks wert. Den kann man definitiv spielen. So, dann haben wir eine Tarnung. Quadrate. Ja, kann man sich gönnen. So finde ich die Lackierung. So ist sie top. Aber in Schwarz, ne, da definitiv nicht. Dann haben wir Chris Cross. Man kennt ihn. Dann haben wir Zahnseidenwirbler. Aber nicht die OG-Variante. Und Träger Shuffle. Boah. Bäh, 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 bäh. Wo sind die ganzen Tacker unter euch? Eins im Chat. Kappa. So, das war aber schon wieder der Shop. Ihr wisst ja, wir gehen noch rüber zu Rettet in die Welt und dann geht es um die Skin-Verlosung. Also keine Panik. Wie gesagt, wenn ihr euch was kauft, gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Und jetzt gehen wir direkt rüber in Rettet die Welt. Und zack, 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 zack. Komm. Und Abfahrt. So, ich gucke direkt, ob heute V-Bucks-Missionen da sind. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Und heute, natürlich, es gab gestern V-Bucks, gibt es natürlich heute wieder keine. Man kennt ihn. So, dann hoffe ich mal, dass der Ladebildschirm ein bisschen schneller wird. Denn wir haben ja keine Zeit. So, ich weiß, ihr seid schon alle gespannt wegen der Skin-Verlosung. Aber da müsst ihr jetzt durch. Komm. Oh, es gibt schon wieder V-Bucks. Schmeckt. Wie gesagt, ich kann immer nur sagen, holt euch, rettet die Welt. Wieder 150 V-Bucks. Plus noch ein Lama. Damit habe ich jetzt die 4000 V-Bucks schon wieder voll. In dem Sinne, Grüße gehen schon mal raus. So, Upgrade Lama. Ja, ganz ehrlich, braucht man nicht wirklich. Wie viel kostet das? 200 V-Bucks? Ja. Es gibt zwar einen Anführer, ob man den aber wirklich braucht, muss man halt selber entscheiden. Wenn der zufällig in eurer Truppe fehlt, kann man ihn holen. Ansonsten würde ich davon eher abraten. Ja doch. Ja. Nur wenn man halt wirklich das Symbol braucht oder das als Anführer, dann ja. So. Oh. Ich dachte schon Gold. Ja, gleich geht's los mit der Skin-Verlosung. Ah, ich brauche Überlebende, Überlebende, Überlebende. Dankeschön. Man muss nur meckern. So, dann gehen wir nämlich jetzt schon direkt wieder rüber. Spielmodus auswählen. So, warum mache ich eine Skin-Verlosung? Klar, wir wollen nur Klicks. Klicks, 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 Klicks. Abonnenten, Abonnenten. Nein, Quatsch beiseite. Ganz einfach, worum geht's? Ich zeige euch noch gerade den Shop nebenbei. Worum geht es bei dem Ganzen? Ich will einfach nur mal wieder Dankeschön sagen. Dankeschön für den ganzen Support, der reinkommt. Nicht nur wegen den 40 Euro jetzt von IST, sondern auch die 20 Euro davor, die Mitgliedschaft, da Abo, da Like, da Kommentar, da Creator Code eingetragen, da mir ein Bild geschickt auf Instagram, dass ihr mit meinem Code eingekauft habt. Also auf jeden Fall kann ich da nur Danke sagen. Mehr kann ich da leider nicht machen und ich werde euch einen legendären Skin einfach schenken. Einfach so. Und was müssen wir dafür tun? Ihr wisst ja, als YouTuber hat man immer so gewisse Ziele. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Also, ich erkläre es euch ganz simpel. Mein Top-Video mit den meisten Aufrufen hat derzeit 13.672 Aufrufe. Den Rekord würde ich gern brechen. Aber nicht irgendwie, sondern eine schöne, glatte Zahl.
Und ich würde jetzt einfach sagen, wenn dieses Video hier 20.000 Aufrufe hat, verlose ich unter allen Kommentaren einen legendären Skin. Entweder macht ihr da mit oder ihr macht nicht mit. Das ist halt jetzt eure Entscheidung. Also wie gesagt, was müsst ihr dafür tun? Erstens Abonnent sein, zweitens ein Like da lassen auf dieses Video hier. Dann meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Und am besten teilt das Video. Teilt das Video mit euren Freunden, dass wir die Aufrufe so schnell wie möglich zusammenbekommen. Und ihr bekommt dadurch natürlich euren legendären Skin. Wie gesagt, unter allen Kommentaren, diesmal mache ich es wirklich. Ich habe es mir immer gesagt, ich will das nicht. Diesmal dürft ihr wirklich euren Epic-Namen unten rein posten. Und ich werde irgendeinen davon auswählen. Ob ich den Skin jetzt von dem Account hier schicke oder von meinem ersten Account, ist im Endeffekt egal. Hauptsache, ihr habt euren legendären Skin. Welchen legendären Skin ihr haben wollt, ist mir persönlich egal. Von mir aus können wir das nach der Verlosung dann auch 2 Wochen, 3 Wochen rausziehen. Aber ich werde natürlich im ständigen Kontakt bleiben. Sei es über Fortnite Ingame Chat, sei es über die Kommentare. Also macht euch keine Sorgen, den Gewinner werde ich da schon ein bisschen im Auge behalten. Wie gesagt, das Video hier, 20.000 Aufrufe und dann lose ich aus. Wie lose ich aus? Ganz einfach, Zufallsgenerator über eine gewisse Seite. Es gibt mehrere, wo du einfach aus den Kommentaren einen Kommentar rauspicken kannst, der hat gewonnen. Und aus dem Grund einfach euren Epic-Namen reinposten. Ich melde mich dann bei euch. Oder ihr werdet euch wahrscheinlich bei mir melden im Livestream. Ich kenne euch ja, wenn es um Skin geht, dann ruft ihr auch in Afrika an. Also, wie gesagt, gern Like da lassen, Abo da lassen, Creator-Code eintragen, teilt das Ganze so oft wie ihr könnt. Guckt die Videos von mir aus 100 Mal. Ist alles eure Entscheidung. Sobald dieses Video hier 20.000 Aufrufe hat, werde ich den legendären Skin verschenken. Wenn das nichts ist, ich weiß auch nicht. Und falls ihr denkt, das wird alles nur Clickbait und ihr macht das eh nicht, guckt euch gerne, kommt gerne in den Stream rein, fragt, verschenkt ihr wirklich Skins? Und ich denke mal, ihr werdet immer dieselbe Antwort bekommen, nämlich ja. Ich habe schon angefangen mit Paysafe-Karten verschenken, ganz am Anfang. So habe ich halt den Kanal ein bisschen angefacht, sage ich jetzt mal. So, da würde ich sagen, will ich aber nicht weiter nerven. Lasst die Finger laufen. Also, einfach in die Kommentare euren Epic-Namen und das Ganze schön teilen, so dass ich eventuell meinen Rekord knacken kann auf 20.000. Ist halt wirklich derzeit so ein kleiner Traum. Donation, alles schön und gut, aber so ein neuer Klick-Rekord ist halt einfach so ein Herzenswunsch irgendwie. Und in dem Sinne sage ich jetzt wirklich euch viel Spaß in der Schule, auf der Arbeit oder genießt einfach euren Tag und bis nachher im Livestream. In dem Sinne, haut rein!